Ich stelle euch heute Firebirds, Montanas Feuerspringer von Stephanie D. Murphy vor. Zum Cover sei gesagt, Wahnsinn. Wahnsinn, passend, besonders, anders kann man es einfach nicht sagen. Es passt perfekt, die Farben sind fantastisch gewählt. Man sieht auf dem Cover hier zwei Fallschirmspringer. Hier im Hintergrund ist eine amerikanische Flagge. Hier sehen wir so ein bisschen Nebel, den Adler. Also ich finde, es passt perfekt, auch von den Farben her. Ich meine, was würde besser passen als Feuerfarben? Ja, der Klappentext. Smokejumper werden. Genau dieses Ziel haben Zach Walker und Jared Sykes vor Augen. Dass die zwei Halssporne schon am ersten Tag aneinander geraten und dadurch zu Zielscheibe sämtlicher Ausbilder werden. Damit haben sie allerdings nicht gerechnet. Ein harter Kampf um nur vier Jobs entbrennt. Doch nicht nur die Ausbildung macht ihnen zu schaffen, sondern auch ihre Gefühle für Touristenführerin Sophia und Sanitäterin Gabby. Die beiden jungen Frauen wissen, wie gefährlich der Beruf eines Smokejumpers ist und lehnen zunächst jede Beziehung zu den Feuerwehrmännern ab. Als jedoch $1 Million Cloud im Anmarsch ist, eine gefährliche Schlechtwetterfront, die Montanas Wälder in Brand setzt, müssen Zach und Jared beweisen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Während sie in der Wildnis gegen ein Inferno vorrücken, kämpfen Sophia und Gabby mit dem Feuer in ihrem Herzen. Ein Klappentext, der absolut spannend klingt, der Lust auf mehr macht. Und ich nehme euch direkt mit rein, Kapitel 1. Zack. Nervös parkte ich meinen Truck vor der Feuerwehrstation Missoulas. Mein Blick fiel zuerst auf das große Siegel mit den Buchstaben U und S, die durch das Bild einer Tanne getrennt werden. Der US Forest Service war Teil des United States Department of Agriculture, dem Landwirtschaftsministerium. Das hört sich zwar ziemlich langweilig an, aber dieser Ort hier war es ganz und gar nicht. Missoula war eins von nur 7 landesweit verteilten Hotspots-Zentren, Heim einer Elite-Feuerwehr. Montana Smokejumper. Feuerspringer gehörten dazu. Und genau für diese Truppe hatte ich mich beworben. Scheiße, jetzt wird es ernst. Grummelte ich und strich mit einer Hand durch meine Haare. Ich überdachte noch einmal meine Lage. Da spielte das Autoradio Get Back von den Beatles. War das ein Zeichen? Sollte ich besser nach North Carolina zurückkehren? Meinen Fingernägeln nach, die ich bereits teilweise ängstlich abgeknabbert hatte, schon. Ich nahm meine Geldbörse zur Hand, öffnete sie und zog das Foto heraus, das ich hinter meinem Führerschein versteckt hatte. Es zeigte meine Mom, meinen Dad sowie mich und meine 4 Brüder. Sanft strich ich mit einem Finger über das Bild hinweg. Ich muss das tun, sagte ich mit einem Seufzer. Ihr versteht das doch, oder? Verdammt, ich vermisse euch jetzt schon. Wieder einmal zweifelte ich an meinem Vorhaben. Dabei war dieser WG genau der, den ich endlich gehen wollte. Ich liebte meine Familie über alles. Behütet war ich im konservativen North Carolina aufgewachsen und hätte nicht glücklicher sein können, wären da nicht meine Brüder. Keine Frage, ich liebte jeden einzelnen von ihnen. Doch ich war der Jüngste und das ließen sie mich regelmäßig spüren. Sie taten es nicht bewusst, doch ich fühlte es. In ihrer Nähe wäre ich immer nur der kleine Bruder geblieben, denn sie alle konnten bereits einiges vorweisen in ihrem Leben. Aaron, mein ältester Bruder, war verheiratet, hatte 2 Söhne und arbeitete in einer großen Steuerkanzlei. Mike, mein zweitältester Bruder, war ebenfalls verheiratet, besaß eine Baufirma und hatte bereits 5 Kinder in die Welt gesetzt. Dann war da Samuel, der jüngste meiner Brüder, noch unverheiratet, aber Lehrer an einer Highschool. Und nicht zuletzt der mittlere von uns, Mitch. Der Scheißer hatte es doch tatsächlich geschafft. Er war Gitarrist einer erfolgreichen Rockband und verdiente Millionen. Er war mein Lieblingsbruder, aber leider kaum noch zu Hause. Natürlich gönnte ich ihm seinen Erfolg, aber gleichzeitig tat es weh, dass ich selbst so wenig im Leben erreicht hatte. Ja. Ich liebte sie. Aber was hatte ich ihnen gegenüber schon vorzuweisen? Nichts, außer meinem Highschool-Abschluss. Ich arbeitete für Mike auf dem Bau, ähnlich. Ich wollte nicht mein Leben lang von meiner Familie abhängig sein. Ewig hatte ich überlebt, was meine wahre Berufung sein könnte, doch nichts im Leben interessierte mich so sehr wie die Feuerwehr.
Schon als kleines Kind trat ich den Young Fire Devils bei. Später blieb ich bei der Freiwilligen Feuerwehr in unserem Ort, doch das war alles nichts Richtiges. Ich war jetzt 26 Jahre alt und wollte Nägel mit Köpfen machen. Eine vernünftige Ausbildung, ein richtiges Einkommen, ein Lebensziel. Den Sunny Boy zurücklassen und endlich ernst genommen werden, als Mann, der sein Leben meistern konnte. Ich wollte nicht länger der kleine Bruder sein. Und jetzt war ich hier, Missoula, Montana. Lass es, meinte einer meiner Feuerkameraden, das ist scheißgefährlich. Kannst du vergessen, demoralisierte mich ein anderer. Der bewerben sich jedes Jahr Hunderte und nun eine Handvoll wird genommen. Mir war klar, dass es schwer werden würde, doch genau das forderte mich heraus. Ich wollte allen zeigen, was wirklich in mir steckte. Mein Blick wanderte zu der Ausbildung des blau-weißen, zu der Abbildung des blau-weißen Fallschirms auf dem Gebäude der Smoke Jumper. Für die nächsten 5 Wochen sollte dies mein Quartier werden, falls ich nicht vorher rausflog, doch daran wollte ich gar nicht denken. Seufzend ergriff ich meine Tasche, die auf dem Beifahrersitz saß, und stieß gleichzeitig mit der anderen Hand die Tür auf. Keine gute Idee, wie ich an dem Krachen hörte, das mir an die Ohren drang, kaum dass ich sie geöffnet hatte. Verdammte Scheiße aber auch. Sag mal, geht's noch? Ertönte unweigerlich die angepisste Stimme des Fahrers, der gerade neben mir einparken wollte und dem ich die Tür schön in seine Seite gekloppt hatte. Ein blonder Hühne kam auf mich zu, sonnengebräunte Haut, breite Schultern, schmale Hüften, dazu grüne Augen, die mich wütend anfunkelten. »Hey«, grüßte ich schluckend, denn ich wusste, ich hatte einen Fehler gemacht. »Tut mir leid, ich hab dich nicht kommen sehen.« »Scheiße, sieh dir meine Seite an«, fluchte er. Ich stieg aus, ließ die Tasche fallen und schloss meine Tür. Danach begutachtete ich seine. Eine schöne Delle prangte mitten drin und ein paar Kratzer verzierten sie. Ein kleiner Schaden. Nicht so dramatisch, wie der Typ sich aufführte. »Mein armes Auto«, krummelte er. »Jetzt krieg dich mal wieder ein. So schlimm ist es doch nicht. Was fährst du auch wie eine Wildsau in eine Parklücke?« »Wie hast du mich genannt?« zischte er mir entgegen und die Ader auf seiner Stirn trat dick hervor. Er baute sich vor mir auf und zugegeben, ich musste ein paar Inches nach oben schauen, damit ich ihm in die Augen blicken konnte. Nicht viel, aber er war definitiv größer als ich. Bestimmt 1,90. Doch das war mir egal. »Ich zahle dir den Schallschaden. Kostet wahrscheinlich mehr, als deine Karre nur wert ist«, provozierte ich ihn. Auf meine Worte erntete ich einen Schubs, sodass ich rückwärts gegen mein Auto knallte. »So haben wir nicht gewettet, mein Freund.« Mit Schwung schubste ich ihn ebenfalls und setzte gleich nach. Wenn er hier den Gorilla markieren wollte, konnte er das haben. »Niemand schubst mich«, schrie ich ihn an und drückte meinen Ellbogen gegen seine Kehle, um ihn an seinen Wagen zu fixieren. Doch das war leichter gesagt als getan. Der Scheißkerl hatte Kraft und stemmte sich gegen mich. »Ich schlag dir die Fresse ein, du Wichser«, zischte er mir entgegen und ich wusste, das wird in einer Schlägerei enden. »Was zum Teufel ist hier los?« ertönte eine weitere Stimme, und als ich mich umdrehte, stand ein Mann in Feuerwehruniform vor uns. Blondie ließ von mir ab, sagte aber nichts. »Ich habe eine Delle in seine Tür gemacht«, antwortete ich, »denn das war nun mal die Tatsache, um die ich nicht herumkam. Daraufhin hat mich das Surferschnittchen blöd angemacht.« »Wer zur Hölle seid ihr überhaupt?«, fragte der Mann. »Jared Sykes, Sir«, antwortete mein Kontrahent mehr als schnittig, »Anwärter auf die Wookie-Stelle als Smokejumper.« »Anwärter auf den Trottel des Jahres trifft es eher«, krummelte ich. »Was haben Sie gesagt?« wandte der Mann sich an mich. »Ich sagte, Anwärter auf den Trottel des Jahres trifft es eher. Und wer sind Sie?« »Sir Harrier Walker, Sir. Ebenfalls Anwärter auf die Smokejumper-Stelle.« »Aha. Nun, meine Herren, so wie ich das sehe, stehen hier 2 Loser vor mir, die nicht mal die erste Woche überstehen werden. Wenn ihr euch wie 2 Mädchen die Augen auskratzen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, aber nicht in meinem verdammten Squad.« Den letzten Satz schrie er uns entgegen. So sehr, dass mich seine Spucke im Gesicht traf. Angewidert verzog ich das Gesicht. »Wollten Sie etwas sagen, Mr. Walker?« wandte er sich an mich und stemmte die Hände in die Hüften. »Nein, nicht, dass ich wüsste.« »Nein, Sir, Assistant Base Manager, Sir, heißt das.« Jared neben mir fing an zu grinsen, doch das verging ihm ganz schnell. »Noch so eine neue Nummer. Wieso grinsen Sie so dämlich?« »Ich weiß nicht, Sir, ich...« »Was habe ich gerade gesagt?« »Wie haben Sie mich anzureden?« brüllte er das Prinzesschen an. »Sir, Assistant Manager, Sir, und dazu gehören Sie auch nicht.« »Und zuhören können Sie auch nicht. Sie haben Base vergessen.«
Wollen Sie beide nach Hause fahren? Sie sind eine Schande für die ganze Feuerwehr. Nein, Sir, Assistant Base Manager, Sir, antwortete ich schnell, bevor Jared es konnte. Der Mann starrte mich ohne Gefühlsregung an. Dann wandte er sich an Jared. Sind Sie auch der Meinung? Ich werde nicht nach Hause fahren, Sir Assistant. Halten Sie die Klappe. Alle beide. Sowas wie Sie verspeise ich morgens zum Frühstück und scheiße Sie am Abend wieder aus. Ich schwöre Ihnen bei Gott, dem Allmächtigen, Sie werden noch heute nach Hause fahren. Dort können Sie sich dann bei Mama am Rockzipfel ausweinen. Sie sind es nicht mal wert, an diesem Ausbildungsprogramm teilzunehmen. Packen Sie Ihre Sachen und verschwinden Sie. Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Kommen Sie zurück, wenn Sie wissen, was Anstand, Ehre und Kameradschaft bedeutet. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. Damit hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte nicht vor, wegen des Muskelprotzes neben mir hinausgeschmissen zu werden. In Anbetracht der Wut, die mir aus den Augen des Mannes vor mir entgegenschlug, war ich jedoch ziemlich kleinlaut geworden. »Ich werde hier nicht weggehen, Sir«, antwortete ich leise, aber bestimmt. »Ich auch nicht«, knurrte Jared neben mir. Der Mann, der scheinbar Smith hieß, wie ich an dem Schriftzug auf seinem Hemd lesen konnte, kam mir so nahe, dass unsere Nasenspitzen sich fast berührten. »Sie gehen nicht freiwillig?« »Gut, dann treibe ich Sie hinaus.« Smith nahm sein Walkie-Talkie zur Hand. »Winston, schaff deinen Arsch hier raus«, schrie er hinein. Kurz darauf kam ein stämmiger Kerl in Trainingsanzug auf den Parkplatz. »Sir«, fragte er und betrachtete uns grinsend, »wir haben eine ganz besondere Spezies, mein Lieutenant. Arrogant, Testosteron geladen, außerordentlich dämlich und mit viel zu viel Energie. Jag sie mal den Berg hoch, mal sehen, ob sie danach immer noch so eine große Klappe haben.« »Ja, Sir«, sagte Winston, für den der Anhang Assistant Base Manager wohl nicht galt, grinsend. »Na los, meine Herren, Sie haben Mr. Smith gehört? Dann traben Sie mal los.« »Wir sollen was?«, fragte Jared neben mir ungläubig. Und ich war mir auch nicht sicher, was der Kerl von uns wollte. Ich sagte, »Bewegung in Jeans?«, fragte ich noch, doch da war ich schon am Laufen. »Halt bloß deine dämliche Fresse«, bellte Jared mit ihr an. »Hast du nicht gehört?«, antwortete ich. »Er hat Berg gesagt. Spar dir lieber die Luft.« »Na los, Bewegung, Bewegung, Bewegung«, peitschte Winston uns nach vorne. Wir liefen um die Gebäude herum. Überall standen Leute in Uniformen, die klatschten und johlten. Sie ahnten wohl, was ich hier gerade abspielte. Straftraining vom Feinsten. Das alles hatte ich nur diesen Idioten zu verdanken und ich hasste ihn jetzt schon. »Da läuft ja meine Oma schneller«, brüllte uns Winston ins Ohr. Wir kamen zu einer ziemlich trockenen Ebene, aber in der Ferne sah ich die Berge. »Das war scheiße weit.« »Oh, fuck«, flüsterte ich. »Na los, oder soll ich euch beide machen? Ihr lauft jetzt immer geradeaus, bis ihr den Devil's Peak erreicht. Dort geht es 200 Yards steil nach oben. Rauf, wieder runter und zurück zu mir. Und versucht nicht, mich zu bescheißen. Wir sehen euch.« »Ist das Ihr Ernst, Sir?«, schnaufte ich. »Entweder das, oder ihr fahrt gleich nach Hause. Eure Entscheidung.« Wütend biss ich die Zähne zusammen. Diese Genugtuung wollte ich den Arsch nicht geben, aber erst recht nicht der Pflaume neben mir. Wortlos liefen wir weiter. Mal war Jared ein wenig vorn, mal ich. Hegte ich Mordgedanken? Oh ja. Wir waren schon eine Dreiviertelstunde unterwegs, als er das erste Mal das Maul aufmachte. »Denkst du, die beobachten uns?« »Halt die Klappe, mit dir rede ich nicht. Aber ja, darauf kannst du Gift nehmen.« »Fuck«, fluchte er, was mich grinsen ließ. Wenigstens war ich nicht der Einzige, der angepisst war. Eine weitere halbe Stunde später dachte ich kurz. Ich bekäme keine Luft mehr, darum machte ich den Gürtel meiner Jeans weiter. Meine Oberschenkel brannten, doch wenigstens trug ich Sneakers und keine Boots wie Jared. »Diese verdammten Berge kommen einfach nicht näher«, klagte ich. »Das sehe ich auch so.« Schließlich waren wir über 2 Stunden gelaufen und ich konnte fast nicht mehr. Jared erging es nicht besser. Er war der Erste von uns, der stehen blieb. »Ich brauche eine Pause«, keuchte er. »Gibst du auf?« ärgerte ich ihn. »Niemals«, blaffte er zurück. »Ach, halt die Klappe. Ich kann auch nicht mehr. Gehen wir ein Stück?« Schweigend gingen wir nebeneinander her, bis endlich dieser verfluchte Devil's Peak in Sichtweise kam. »Schaffen wir den?«, fragte Jared. »Das kann ich nur hoffen. Mir egal, und wenn ich erst morgen früh wieder im Quartier ankomme, ich werde nicht aufgeben.« »Ich auch nicht. Dafür habe ich viel zu hart gearbeitet. Außerdem will ich jemanden nicht enttäuschen.« »Lass mich raten. Du willst eine Tosse beeindrucken?« hakte ich nach. »Nein, da liegst du falsch, aber ich habe jemandem ein Versprechen gegeben.« »So, so«, brummte ich. Dann schwiegen wir wieder, bis wir den Fuß des Berges erreicht hatten. Oh, »Kacke«, maulte Jared, als wir sahen, wie steil das Teil war. Im Laufschritt war der Double Peaks nicht zu bewältigen. Jedenfalls nicht, nach der Tortur, die wir bereits hinter uns hatten. Wir betraten den Pfad, der nach oben führte, und stöhnten. »Na dann, bezwingen wir den Teufel«, knurrte ich.
Schritt für Schritt quälten wir uns hoch. Die Sonne brannte auf uns hinab. Mein Mund war so trocken wie eine Nonne zum Hochamt. Was würde eigentlich passieren, wenn wir nicht mehr könnten? Denkst du, man würde uns hier herausholen? Fragte Jared und die Frage war gar nicht so dumm. Das kann man nur hoffen, aber ich habe nicht vor, aufzugeben. Ich auch nicht, ich meine ja nur. Endlich erreichten wir den Gipfel des Berges, der nicht besonders hoch, sondern einfach nur verdammt steil war. Ich kann nicht mehr, stöhnte ich und ließ mich fallen. Lass mich einfach hier liegen. Kannst du gerne haben? Keuchte Jared und drehte um, um den Berg wieder hinunterzulaufen. Er kam aber nicht weit. Nach nicht mal 10 Yards schrie er auf und ließ sich ebenfalls fallen. So eine Scheiße! Fluchte er. Was ist? Sind dir die Eier abgefallen? Krächzte ich, denn so mehr war ich nicht mehr fähig. Ich setzte mich auf und sah ihm dabei zu, wie er die Schuhe auszog. Seine Socken waren mit Blut durchtränkt. Das tat sogar mir weh. Heiliger Bimbam! Ich rappelte mich auf, um zu ihm zu gehen. Mit verzogenem Mund betrachtete ich seine Füße, die übersät waren mit Blasen. Einige davon waren aufgescheuert, sodass sie bluteten. Mist, das sieht übel aus, merkte ich an. Jared nahm einen Stein auf und schleuderte ihn in den Wald. Na klasse, das war's dann wohl, so komme ich nie zurück. Jetzt tat er mir fast leid. Ja, ich wollte ihn besiegen, aber nicht so. Das war kein fairer Vergleich. Mit den Schuhen hat er von Anfang an keine Chance gehabt. Dass er überhaupt so weit gekommen war, wunderte mich. Er war zäher, als ich dem Beachboy zugetraut hätte. Ich habe ein paar Yards weiter unten einen kleinen Bach gesehen. Denkst du, du schaffst es barfuß bis dorthin? Dann kühlen und säubern wir deine Füße und verbinden sie. Die Schuhe würde ich nicht mehr anziehen. Ich weiß nicht, ich kann es versuchen. Na los, ich helfe dir. Mit schmerzverzerrtem Gesicht stand er auf und ich half ihm dabei. Vorsichtig gingen wir den Weg zurück, bis wir den Bach erreichten. Am Ufer setzte ich ihn ab, damit er seine Füße in das kühle Wasser tauchen konnte. Ich wusste, es würde wehtun, und ich behielt recht. Jared schrie, als seine Füße das Wasser berührten. »Es wird gleich aufhören zu brennen. Halte durch«, ermunterte ich ihn. »Wieso hilfst du mir überhaupt?« zischte er scharf durch die Zähne. »Vielleicht, weil ich nicht ganz unschuldig an dieser Scheiße bin? Hätte ich dir nicht die Tür ins Auto geknallt? Ja, war ein scheiß Tag für so eine Aktion. Ich habe es mir nicht ausgesucht.« »Woher kommst du überhaupt? Deine Aussprache ist furchtbar«, fragte er grinsend. »North Carolina und du? Florida.« »Ha, darauf hätte ich fast gewettet. Da lag ich mit Beachboy wohl gar nicht so falsch. Florida stand ihm faktisch ins Gesicht geschrieben.« »Und was jetzt, Carolina?«, fragte er. »Wir müssen sie irgendwie locker verbinden. Du hast wohl nicht zufällig eine Schere dabei?« »Wozu eine Schere? Um deinen Pulli zu zerschneiden? Den kriege ich ohne nicht klein.« »Und jetzt? Ja, na was wohl?« Ich zog mein Hemd aus und zog, so fest ich konnte, an den Ärmeln, bis die Nähte aufplatzten. Ich riss beide ab, zog den Rest wieder an, leg deinen Fuß über meinen Oberschenkel. Jared folgte meiner Anweisung erstaunlich friedlich. Vorsichtig wickelte ich den Ärmel um den Fuß. »Das wird wohl so nicht halten«, meckerte er. »Was du nicht sagst. Zieh die Schnürsenkel aus deinen Schuhen, die kann ich zum Festbinden benutzen. Hoffen wir, dass es einigermaßen hält.« Ich verarztete ihn so gut es nur ging, und obwohl es bescheuert aus war, erfüllten die Bandagen ihren Zweck. So gelangte kein Dreck in die offenen Stellen, und er spürte wenigstens ein minimales Polster unter den Füßen. »Wird es so gehen?«, fragte ich besorgt, obwohl mir der Vollpfosten hätte egal sein sollen. »Ich hoffe es. Die Schuhe bekomme ich jedenfalls nicht mehr an. Wie auch immer, versuchen wir es.« Langsam humpelten wir den Berg hinunter. Auch ich war fast am Ende meiner Kräfte und immer wieder quälten mich Krämpfe in den Waden. Das bisschen Wasser, das ich aus dem Bach getrunken hatte, reichte wohl nicht. Mit Sorge dachte ich an unseren Rückweg. Wir hatten über 2 Stunden gebraucht, um zum Devil's Peak zu gelangen, und das laufend. Der Rückweg würde um einiges länger werden. Erst recht mit dem fußkranken Spinner an meiner Seite. Doch als wir unten ankamen, stand zu unserer Überraschung ein Truck da und ein grinsender Lieutenant Winston lehnte sich daran an. »Ihr seht scheiße aus«, schrie er in unsere Richtung. »Wie sieht's aus? Wollt ihr aufgeben?« »Fick dich«, grummelte ich mir in den nicht vorhandenen Bart. »Hast du was gesagt, Walker?« »Ja.« »Ich sagte, das können Sie vergessen.« »Ich dachte, ich hätte etwas anderes gehört. Na dann mal los, ihr Helden.« Wir marschierten stumm an ihm und den Truck vorbei, doch der folgte uns bald und befand sich hupend hinter uns. Immer wieder schrie er uns zu, wir sollten doch endlich aufgeben, doch die Genugtuung wollten wir ihm nicht geben, beide nicht. »Ich bringe den Kerl um, wenn er nicht endlich die Klappe hält«, moserte Jared neben mir. »Er soll uns demoralisieren, doch den Gefallen tue ich ihm nicht.« Jared kam neben mir ins Stolpern und nur durch meine schnelle Reaktion konnte ich ihn auffangen. »Komm hoch!« »Lass ihn nicht gewinnen«, pushte ich ihn. »Ich kann fast nicht mehr, Carolina«, stöhnte er. »Ich bin fertig.« Jared ließ seine Schuhe fallen und ich hob sie auf. »Du schaffst das«, sagte ich resolut und versuchte ihn zu motivieren.
Auch wenn ich dich nicht mag, den Kerl hinter uns mag ich noch weniger. Also beweg deinen Arsch. Wir gewinnen, hörst du? Wir gewinnen, keuchte er. Wir schleppten uns nur noch voran. Ab und zu musste ich Jared stützen, damit er nicht hinfiel. Eine halbe Stunde ging das so, dann überholte uns der Truck. Aufsteigen, schrie Winston. Niemals, antworteten wir beide. Es reicht, steigt auf die Ladefläche, es ist ein Befehl. Jared und ich ließen uns auf den Boden fallen, denn wir waren am Ende. Und vermutlich war es auch unser Ende bei den Smokejumpern. Kapitel 2, Jared. Meinen ersten Tag bei den Hotshots hatte ich mir wirklich anders vorgestellt. Statt gleich von Beginn an den ganzen Verlierern zeigen zu können, wo der Frosch die Locken hat, lag ich völlig kaputt im Bett und konnte keinen Schritt mehr machen. Das alles wegen dieses Arsches Walker. Ich hasste ihn dafür, dass er mir diese Scheiße eingebrockt hatte. Und ich hasste ihn, weil er sich um mich kümmerte. Und das machte es mir schwer, diese Wut in mir aufrechtzuerhalten. Ich wollte ihn am liebsten die Fresse polieren. Stattdessen klebte ich wie eine nasse Socke an seiner Schulter und war dankbar, dass er mich zum Wagen schleppte. Wir würden wohl definitiv keine Freunde werden. Allerdings hätte er mich auf den Berg auch zurücklassen können, also zog ich zumindest einen Waffenstillstand in Erwägung. Na los, stöhnte der Sack, als er mich auf die Ladefläche hiefte. Gott, was wiegt dein fetter Arsch? Mach's Maul zu, es kommt Scheiße raus, knurrte ich zurück. Haltet beide das Maul, sagte Lieutenant Winston grinsend und schloss die Heckklappe. Rumpelt fuhren wir zurück zur Station und ich spürte jede einzelne Bodenwelle im Rücken. Meinem Mitstreiter ging es wohl nicht besser, denn er verzog ab und zu schmerzverzerrt das Gesicht. Fast 10 Minuten herrschte Funkstille zwischen uns, doch in Anbetracht dessen, was uns alle hätte erwarten können, eröffnete ich eine neue Gesprächsrunde. Denkst du, wir haben es verkackt? Keine Ahnung. Ich hoffe, die schmeißen uns nicht raus. Falls nicht, hatten wir riesiges Glück. Ich hoffe, du hast daraus gelernt und gehst in Zukunft nicht gleich an die Decke. Ich will nie wieder da hinauflaufen. Was, wenn die Strecke zum Training gehört? Möglich, aber dann in Sportkleidung und mit einem Jahresvorrat an Wasser. Au, fluchte ich und schaute angepisst durch die Heckscheibe des Trucks. Das macht er doch extra. Der Lieutenant warf einen Blick in den Rückspiegel und ich konnte sein dämliches Grinsen sehen. Halt ja die Fresse, wer weiß, was dem sonst noch einfällt, flüstert Walker und rieb sich die Oberschenkel. Damit war die Konversation fürs Erste beendet. Als wir die Basis erreichten, sah ich schon von Weitem eine Menge Leute dort stehen, schön in Reihe und Glied. Etwa 20 Mann standen da und sie sahen nicht wirklich glücklich aus. Assistant Base Manager Smith patrouillierte vor ihnen hin und her und ich ahnte Schlimmes. Mühsam schoben wir uns von der Ladefläche und humpelten zu ihnen hin. Da stand Ärger ins Haus, dessen war ich mir sicher. »Na, wen haben wir denn da?« blaffte Smith uns mit unbewegter Miene entgegen. Dann wandte er sich an die Gruppe. »Meine Damen und Herren, dieser elende Haufen stinkende Wildschwein-Scheiße ist dafür verantwortlich, dass ihr jetzt schon seid.« Er blickt auf seine Armbanduhr und fuhr fort. »Nun seit Stunden hier Spalier stehen müssen.« »Oh, fuck.« »Sagen Sie alle vielen Dank zu den beiden.« Ein mürrisches »Vielen Dank« schlug uns laut entgegen und ich wusste, mit unserer Aktion hatten wir uns vor beide hier keine Freunde gemacht. Meine Füße brannten wie die Hölle und ich konnte kaum noch auftreten, doch ich biss die Zähne zusammen. Aber Smith wollte uns wohl noch länger leiden lassen. Hier sehen Sie, was passiert, wenn jemand meint, aus der Reihe tanzen zu können. Sie bauen Mist, die ganze Einheit wird leiden. Sie bekommen Sie schon mal das Gefühl, was passiert, wenn Sie das im Einsatz abziehen. Wenn da draußen jemand Scheiße baut, kann das Tote zur Folge haben. Smith blickte uns ernst an und ich verstand, was er andeuten wollte. Hier musste jeder auf den anderen aufpassen. Wir waren füreinander verantwortlich, doch Walker und ich waren aufeinander losgegangen. Smith kam zu uns. Sein Mundwinkel zuckte nervös. »Ich hoffe, Sie haben Ihre Lektion gelernt«, schnaubte er. Dann blickte er hinab zu meinen Füßen. »Scheiße, was ist denn mit Ihren Füßen passiert? Sieht aus, als hätte Mr. Walker sich einen Snack gegönnt. Der Assistant Base Manager wollte wohl witzig sein, aber uns war nichts zum Lachen.« »Na schön, ihr zwei Weicheier, ich hoffe, das war Ihnen eine Lehre. Legen Sie sich nicht mit mir an. Ich habe schon anderer Kaliber zum Kotzen gebracht. Haben Sie das verstanden?« »Ja, Sir, Assistant Base Manager, Sir«, schrien wir mit letzter Kraft. »Dann entschuldigen Sie sich bei Ihren Kameraden. Danach begleitet Winston Sie zum Sunny. Und damit Sie es wissen, ich will Sie heute nicht mehr sehen. Beide nicht.« Mit dieser letzten Worten dampfte er ab, doch Bulldogge Winston stand uns im Nacken und die geforderte Entschuldigung mussten wir wohl oder übel durchziehen. Ich schlurfte nach vorn zum Ersten in der Reihe. Walker folgte mir. Wackelig streckte ich den Typen die Hand hin. »Hi, ich bin Jared. Tut mir leid, dass ihr deswegen mir uns durchmachen musstet.«
Nur C schlug mein Gegenüber ein. Connor, eine ganz schöne Scheiße habt ihr uns da eingebrockt. Ich weiß, stöhnte ich und wackelte von einem Fuß auf den anderen. Dann ging ich zum nächsten und Zack entschuldigte sich bei Connor. Einer nach den anderen arbeiteten wir ab und ich war froh, als die Reihe zu Ende war. Brave Hündchen, alberte Winston. Na los, gehen wir zum Sunny. Endlich. Meine Füße brachten mich um und am liebsten hätte ich gejammert, was das Zeug hielt, aber ich verkniff es mir. Zack konnte sich einfach nicht davon abhalten lassen, mich zu begleiten. Wieso rennst du mir hinterher? Fragte ich leise, um Winston nicht zu provozieren. Ich fühle mich verantwortlich für dich, antwortete er grinsend, humpelte aber nicht viel weniger als ich. Lass das, mir geht es gut. Haha, das sehe ich. Da er sich nicht davon abhielten ließ, mir auf den Sack zu gehen, blieb mir nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Tu, was du nicht lassen kannst. Endlich kamen wir bei der Sunny-Station an. Winston öffnete die Tür und grinste breit. Zwei Halbtote für dich, Gabby. Wünsche den Herrn noch einen schönen Tag. Wortlos traten wir ein und ich registrierte, dass Winston die Tür schloss. Wenigstens waren wir ihn los. Fürs Erste. Mein Blick fiel auf den Schreibtisch und die Person, die dahinter saß. Heiliges Kanonenrohr. Das war ja mal ein Sunny, von dem ich mich gerne behandeln lassen würde. Große, leuchtend blaue Puppenaugen blickten uns an. Dazu lächelten ein paar vollmundige Lippen, die meine Fantasie mehr anregten, als mir gut tat. Der blaue Overall, den sie trug, schmiegte sich eng um ihre passable Oberweite und vom ersten Moment an war mir klar, dass ich sie haben wollte. »Was kann ich für euch tun?« fragte eine klare Stimme. »Würdest du mit mir ausgehen?« fragte ich ganz direkt und lächelte ihr zu. »Oh mein Sykes«, grummelte Walker hinter mir, doch ich ignorierte ihn. Die junge Frau lächelte zurück. »Weißt du, wie oft ich diese Frage schon gehört habe?« »So wie du aussiehst, bestimmt unzählige Male täglich.« »Richtig, und meine Antwort lautet immer gleich.« Ich gehe nicht mit Smokejumpern aus. Das enttäuscht mich jetzt aber. Was hast du denn für ein Problem? Wenn es keine Behandlung impliziert, verpiss dich aus meinem Zimmer. Seid ihr hier alle so freundlich? Entgegnete ich angesäuert. In der Regel ja. Du bist unpässlich, ärgerte ich sie. Ich fragte in 3-4 Tagen noch mal nach. Gabby zog eine Schnute und schüttelte den Kopf. Danach wandte sie sich an Zack. Was ist mit dir? Krämpfe in den Waden und morgen werde ich wahrscheinlich einen Muskelkater haben, der sich gewaschen hat. »Meine Füße bluten«, mischte ich mich ein, um die Aufmerksamkeit wieder auf mich zu lenken. Gabby blickte von einem zum anderen. »Ihr habt euch mit Smith angelegt, kann das sein?« »Unfreiwillig, ja«, bestätigte ich. »Das war dann wohl Lektion Nummer 1. Du setz dich«, befahl sie resolut und zeigte auf Zack, der brav gehorchte. »Und du, komm mit, ich sehe mir das mal an.« Ich folgte in einen kleinen Behandlungsraum und setzte mich auf die Liege, auf die sie deutete. Gabby zog ein paar Einweghandschuhe über, danach setzte sie sich auf einen Stuhl vor mich. »Ach du lieber Himmel«, stöhnte sie, als sie 6 notdürftigen Verband entfernt hatte. »Das muss höllisch wehtun.« »Kann man so sagen. Wir reinigen das zuerst«, nuschelte sie und stand auf. »Setz dich auf den Stuhl, ich bring dir ein Fußbad.« Wortlos tat ich es und sie verschwand nach draußen, um kurz darauf mit einer großen Schüssel wiederzukommen. »Das muss reichen«, sagte sie und endlich lächelte sie mal freundlich. »Stell deine Füße da rein und lass es 10 Minuten wirken. Ich schaue mir in der Zwischenzeit mal deinen Kumpel an.« Damit verspannt sie wieder und mit zusammengebissenen Zähnen tauchte ich die Füße in das lauwarme Wasser. Zu Anfang schmerzte es, doch nach und nach wurde es besser. Gelangweilt ließ ich die Zeit verstreichen und war froh, als sie zurückkam. »Und? Brennt es?« »Ein wenig. Wie geht's dem Deppen?« »Er wird es überleben.« Mit einem Handtuch bewaffnet setzte sie sich vor mich auf den Boden, Füße hoch. Langsam hob ich sie aus dem Wasser, sodass sie die Schüssel beiseite schieben konnte. Sie legte das Handtuch auf den Boden und bat mich, die Füße darauf zu stellen. Danach tupfte sie sie ganz vorsichtig ab. »Wie kann man sich nur am ersten Tag so verletzen?« »Dummheit.« »Vermutlich. Du hast Glück, dass in der ersten Woche nur Theorie ansteht. Sport erst wieder in frühestens 3 Tagen und ich werde dir Puder draufsteuern. Der desinfiziert und lässt die Blasen austrocknen. Du wirst deine Füße besonders gut pflegen und 3-mal am Tag das Puder erneuern. Verstanden?« »Wenn sie ziemlich verheilt sind, kommst du wieder. Dann gebe ich dir eine Salbe mit.« »Ja, Ma'am. Gabriella oder Gabby. Lass das, Ma'am. Ich bin keine 70.« »Sollte keine Beleidigung sein. Bei uns im Süden ist diese Bezeichnung eine Form des Respekts. Ich mag es trotzdem nicht. Aber lieb von dir, dass du mich respektierst. Komm in 3 Tagen wieder und dann schaue ich mir deine Füße wieder an.« »Und wenn ich schon früher Sehnsucht nach dir haben sollte?« »Dann steck dein Ding in eine Socke. Und denk an mich, so macht ihr Männer das doch für gewöhnlich, ansonsten halte ich fern von mir.« Sie puderte meine Füße und ich musste innerlich lachen über so viel Schlagfertigkeit. Hier war das letzte Wort noch nicht gesprochen, so viel mal sicher. »So, fertig, hau ab!« Sie erhob sich, streifte die Handschuhe ab, die sie in den Müll warf und drehte mir den Rücken zu. »Wiedersehen, Ma'am«, sagte ich grinsend. »Fick dich.«
Damit war unser Gespräch beendet und ich wollte sie nicht noch weiter provozieren. Schlendernd verließ ich den Raum. Zack saß immer noch da und ich fragte mich, womit ich das verdient habe. »Endlich fertig, du Weichei«, fragte er und schenkte mir ein schiefes Lächeln. »Halt bloß die Klappe. Weißt du, wo die Unterkünfte sind? Ich will mich einfach nur noch lang machen.« »Nein, aber wir können ja fragen. Ich muss eh noch meine Tasche holen. Ich hoffe, sie steht noch auf dem Parkplatz.« Ich griff in meine Hosentasche und zog meinen Autoschlüssel heraus, den ich ihm zuwarf. »Dann bring meine mit.« »Ich laufe keinen Schritt weiter, als ich unbedingt muss.« Ich sah einen angesäuerten Blick. »Bitte«, fügte ich hinzu. »Na schön, Florida.« Wir gingen beide nach draußen und fragte den Ersten, der uns über den Weg lief, nach den Unterkünften. Es war nicht weit und so humpelte ich schon hin, während Zack unsere Taschen holte. Spärlich, sehr spärlich, merkte ich seufzend an, als ich den Schlafraum erblickte. 10 Hochbetten standen da, dazu ein paar Spinde an der Wand, um seine Sachen zu verstauen. Der Saal war leer. Ich hatte keine Ahnung, wo die anderen Rookies sich herumtrieben, aber es war mir ganz recht, jetzt keinen von ihnen zu begegnen. Müde humpelte ich durch den schmalen Gang, der je 5 Hochbetten voneinander trennte. Vor einem der Doppelbetten blieb ich stehen, da ich an dem oberen meinen Namen entdeckte. Bei dem Blick auf den unteren lächelte ich verquält. Walker. War ja klar. Ich spähte zurück zur Tür. Da von ihm noch nichts zu sehen war, tauschte ich die Namensschilder aus, damit ich in der unteren Koje schlafen konnte. Anschließend setzte ich mich auf das Bett, das jetzt für Wochen meine Heimat sein würde, und stöhnte. Irgendwie hatte ich mir das alles anders vorgestellt. 10 Minuten später kam Zack zurück. Beide Hände mit Taschen beladen, er ließ sie vor den Spinden fallen und kam zu mir. Stirnrunzend betrachtete er seinen Namen am Bett über mir. »Wieso wundert mich das jetzt nicht?«, fragte er. »Hast du etwas anderes erwartet, neuer bester Freund?« »Wenigstens schlafe ich oben. Da unten bekommt man ja Platzangst.« »Danke, dass du meine Tasche mitgebracht hast.« »Schon gut.« Sein Blick wanderte zu meinen Füßen. »Es tut mir leid«, äußerte er sich leise, und mich überkam das Gefühl, dass er es wirklich ehrlich meinte. »Vergessen wir es einfach. Es war ein scheiß Start mit uns beiden, aber wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Da wir es bei den anderen wohl verschissen haben, müssen wir zusammenarbeiten, wenn wir es schaffen wollen.« »Da hast du vermutlich recht.« »Waffenstillstand?« Zack lächelte und hielt mir die Hand hin. »Waffenstillstand«, bestätigte ich und schlug ein. »Was für ein beschissener Tag. Ich räume mal meine Sachen in den Spind. Soll ich deine auch wegpacken?« »Stell nur die Tasche rein, den Rest mache ich heute Abend. Ich will jetzt bloß noch pennen. Weißt du, wo die anderen sind?« »Es sieht so aus, als wären sie quer über die Anlage verteilt. Sie schauen sich wohl alles an.« »Das sollten wir auch, aber darauf geschissen. Morgen ist auch noch ein Tag.« »Du sagtest. Dann schlafen wir mal ein wenig. Ich erkundige mich, wie es morgen weitergeht. Soll ich dich irgendwann wecken?« »Zum Abendessen wäre gut. Ich habe zwar jetzt schon Hunger wie ein Bär, aber ich kann kaum noch die Augen offen halten.« »Okay.« Zack räumte seine Sachen weg und packte meine in den Spind mit meinem Namen. »Hier«, rief er, und warf mir etwas Gelbes zu. Es war eine Banane, damit du nicht verhungerst. »Danke«, sagte ich freundlich. Zack hob grüßend die Hand und verschwand dann durch die Tür. Dankbar verschlang ich das Stück Obst und legte mich hin. Sofort spürte ich wieder die Schmerzen in allen Knochen, also streckte ich mich stöhnend. »Ja?« Dieser Tag war wirklich einer der schlimmsten, die ich je erleben durfte. Doch etwas Positives hat er. Es konnte nur besser werden. Gegen 18 Uhr weckte Zack mich netterweise, und obwohl ich wie erschlagen war, quälte ich mich mit ihm zusammen in den Mannschaftsraum und zur Essensausgabe. »Was in Gottes Namen ist das?«, fragte ich, als ich auf den Teller blickte, den man mir gefüllt hatte. »Keine Ahnung«, antwortete Zack kopfschüttelnd und schnüffelte daran. »Riecht wie Fisch, sieht aber aus wie Hühnchen. Was sollen wir essen?« Empörte ich mich. Ich wollte gerade eine weitere Schimpftirade loslassen, als mich eine Stimme unterbrach, die ich nur zu gern hörte. 970 Millionen Budgetkürzung seit letztem Jahr. Wir sparen, wo wir nur können, also komm mal von deinem hohen Ross runter. Amüsiert lächelte ich und drehte mich um. Hey Gabby, du bist auch hier? Ich gehöre zum Team. Hast du etwas anderes erwartet? Denkst du, ich wäre besser als ihr? Sie funkelte mich an und zögerte kurz, doch dann... Moment... Das letzte nehme ich zurück. Ich bin besser. Und woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Ich hab nen Job. Frech grinsend schnappte sie sich noch einen Apfel, marschierte mit ihrem Tablett zu einem der Tische. Na, die ist ja nett, bemerkte Zack kopfschüttelnd. Sie liebt mich, gab ich schmunzelnd zur Antwort, was ihn dazu verleitete, den Kopf noch stärker zu schütteln. Du spinnst doch. Bis zum Ende der Ausbildung gehört sie mir. Wollen wir wetten? Ich wette nicht mit Verlierern. Leck mich. Du mich auch.